ja, ich weiß. Wieso hat Hardhead nicht das gebaut, was du wolltest? Ich hätte Dandy doch nicht gefragt, wenn ich gewusst hätte, dass er sich so verhält. Und wegen Wrangler komme ich mir vor wie ein Dummkopf. Tut mir leid, Fluttershy. Ist schon okay. Ihr wolltet mir ja nur helfen. Aber ich weiß, dass es richtig war, alle Experten wieder wegzuschicken. Und was hast du jetzt vor? Einen neuen Versuch. Ich werde die Zufluchtsstätte neu aufbauen. Diesmal nach meiner Vorstellung. Das ist die beste Einstellung. Wie wär's, wenn wir hier einen tollen Flugparcours für die Vögel planen? Und hier ein Karottenkuchenstand. Und eine Bücherhöhle. Hört sofort damit auf! Ich weiß, eure Vorschläge zu schätzen, aber ich bitte euch darum, auch meine zu respektieren. Andere Ponys sind Experten in ihren Bereichen, aber Tiere sind eben mein Expertengebiet. Und wenn ich sage, dass ich es so haben will, dann soll es gefälligst genau so sein. Zum Wohl der Tiere natürlich. Wow! Wir sollten dich jetzt Flutterstab nennen. Ja, ein guter Name. Um alles wieder ins Lot zu bringen, habe ich einen Freund um einen Gefallen gebeten. Er kommt jeden Moment. Aber wolltest du dich nicht von allen Experten trennen? Bei diesem Experten weiß ich, dass ihm die Tiere am wichtigsten sind. Außerdem ist er ein sehr guter Bauarbeiter. Ich hab gehört, ihr braucht ein Pony Hilfe bei einem Heim für die Tierchen. Big Daddy McColt! Wir kennen uns, seit die Karte Fluttershy und mich nach Smoky Mountains gerufen hat. Und er kennt sich aus, wenn es um die Pflege von Tieren und auch um Gebäude geht. Ach, kommt schon. Lasst uns doch nicht lange rumstehen und reden. Bauen wir zusammen ein schönes Tierheim. Behandelt hast, können sie sich hier erholen. Mit meiner Hilfe natürlich. Schon okay, Lola. Jeder hat sein eigenes Tempo. Manchmal muss man eben nur an seine eigenen Träume glauben. Und wenn man sein Ziel dann erreicht, weiß man, dass es die Mühe wert war, die man auf sich genommen hat. Denn was man erreicht hat, ist noch viel, viel besser als die Vorstellung.